Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Blue Dragon in der Stadt der Wandbilder. Was ist das? Das sind keine Monster. Ah ja. Diese Wandbilder sind auch lebendig. Oder sollte ich sagen, sie leben von den Lebenden? Unglaublich. Sonderbar. Wurden die auch von Ahnen gemalt? Sie sehen uns an. Hä? Ah. Wie geht's? Hey, es spricht. Hey, Süße, wie heißt du denn? Klug. Klug? Na, was für ein schöner Name. Hey, Leute, kommt raus. Wir haben endlich mal wieder Besuch. Ich will nichts sagen, aber das erste, was mir wieder aufgefallen ist, ja, das war nämlich die Wandgemälde hatte Brüste. Weil sie ihr Kringel gemalt haben. Ne? Wem? Den Boden? Den Trümmern? Ups. War jetzt nicht unbedingt Sinn der Sache, dass ich das direkt wieder in den Schuh reinpfeffere, aber ist egal. Wir können nicht oder wir kommen nicht? Ne, wir können nicht aus dem Bild rausgehen. Zum ersten Mal. Ja, wahrscheinlich, weil ich seit langer Zeit der Erste bin, mal wieder, ne? Das ist ein ganz komischer Typ. Werdet ihr irgendwie erwachsen? Das ist halt wieder etwas, was ich tatsächlich interessant finde. Dieses... dass hier Wandbilder lebendig sind, aber die nett sind. In voller Rüstung, ein nobler Ritter, aber ein neidischer Freund verriet ihn. Er wurde fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigt und geköpft. Angeblich geht er auf der Straße nach Gibral um. Oder Gibral? Wie auch immer. Okay. Aber das Erste, was natürlich das Wandgemälde macht, ist... Yo, Zuckerpuppe, was geht ab? Merkwürdig, merkwürdig. Was ist das hier? Was ist das? Achso, Moment. Ja. Willkommen, Neulinge, an dem Ort, an dem Geschichten erzählt werden. Ihr, die ihr weiterreist, ihr müsst lernen, was hier gesagt wird. Wenn ihr weise seid, lauscht meine Geschichte. Ja. Vor langer Zeit wurde dieser Planet durch Magie beherrscht. Der Thron wurde von einem König mit Hilfe mächtiger Magie regiert. Die Magie bestimmte das Recht und die Gesetze. Die Menschen, die nur geringe oder keine magischen Kräfte besaßen, wurden durch die strikten Lehren der Magie unterdrückt. Gutes System. Der König machte das große Sorgen, daher ließ er Maschinen bauen, um den Menschen, die keine magischen Kräfte besaßen, zu helfen. Die Entwicklung der Maschinen wurde schnell vorangetrieben. Sind das Autos? Also so fliegende Autos? Der ewige Antrieb, durchdrungen und angetrieben von Magie, wurde entwickelt. Aber all jene, die von der Macht nicht genug kriegen konnten, kamen durch sie um. Dumm gelaufen. Hab ich nicht einen Teil des ewigen Antriebs irgendwie mal gefunden vorhin? Gestern? Vorgestern? Vorgestern. Was ist denn das? Sieht aus, als stellt das Gemälde einen Krieg da. Zuerst war es als ein kleiner Krieg, aber bald wurde die ganze Welt hineingezogen. Macht sollte durch noch größere Macht gebändigt werden. Und dann sind sie alle gestorben? Dies ist nur Geschichte. Nur Beobachtung. Geht und findet die Antwort selbst heraus, junge Weise. Ui. Wie so ein übereifriger Lehrer, ne? Meine Aufgabe endet mit dieser Geschichte. Tretet ein in das Zentrum. Ach, war dann auf die Tür dazu. Ja. Interessant. Also sowas finde ich halt tatsächlich wieder interessant. Das ist Geschichte, die uns jetzt erzählt wird, später wichtig ist. Aber halt vor allen Dingen, wie gesagt, jetzt erzählt wird. Wir können jetzt was daraus lernen, sozusagen, als wir es kriegen. Gut, dass die Gemälde nicht echt sind. Oder nicht agieren können. Stell dir mal vor, da kommt das große Böse, was man gemalt hat, auf einmal raus und will einen wieder umbringen. Laden für Gegenstände, oder? Wer hätte gedacht, dass wir hier einen Laden finden?
10, 12, 13, gut. Also technisch bin ich ganz gut bedient eigentlich. Wir sind lebendige Wandbilder, die vor 100.000 Jahren gemalt wurden. Meine Herren. Gasthof. Jawohl. Die Elektrowellen. Einmal bitte dieses Gerät an den Kopf setzen und... Die Heilung ist abgeschlossen. So will ich das haben. Die Menschen damals wollten ihre Geschichte für zukünftige Generationen festhalten. Da malten sie Bilder ihrer Welt auf die Wände. Machen das deswegen Kleinkinder auch? Wahrscheinlich nicht. Mithril-Armreif, alles Mithril. Okay. Gucken wir mal, ob wir es wirklich so ausrüsten wollen, aber in der Theorie ist das schon mal ganz nice. Was ist das hier? Willkommen in der Stadt der Wandbilder. Die Vorfahren haben die Wände hier bemalt, um ihr Leben für die Ewigkeit festzuhalten. Nehmt euch Zeit und viel Spaß beim Umsehen. Ja, danke. Was ist der Zubehörladen? Zauberladen? Zauberladen, ja. Dann nicht. Hätte ja auch was Gutes sein können. So, Zubehör. Nicht heilen. Zubehör. Danke sehr. Folterarmreif. TP werden erhöht und physische Angriffe theoretisch erhöht. Das ist aber jetzt nicht so schön wie der Folterarmreif, den ich habe. Mithril-Ring. Magische Angriffe. Bisschen weniger. Interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Mithril-Ohrring. Jetzt lass mich raten, ich will davon gar nichts ausgerüstet haben. Ah. Ah, weiß ich nicht, bei ihm finde ich es, glaube ich, sogar noch ganz okay, aber auch nicht, ja, auch nicht so sinnvoll. Ah. Guck an, dann freue ich mich über neue Sachen und dann will ich sie nicht ausrüsten. Das sind nur 5 Punkte hingeschickt, das finde ich okay, das können wir machen. Ich glaube, bei ihr ist tatsächlich das ein bisschen besser, weil Geschick braucht sie auf jeden Fall. Ohrring des Todes mit Drehohrring, na, war nicht wirklich viel besser. Damn. Und außerdem steht sie hinten, so viel Abwehr brauchst du gar nicht. Ja toll, jetzt habe ich die Accessoires geändert, aber nicht unbedingt so wie gedacht. Naja, macht ja nichts. Magische Abwehr. Ah, ja, es ist okay. Jetzt mal was anderes. Und das. Okay. Ich meine, ist anders als gedacht, aber so geht's halt auch. Das ist eine Katze. Das soll eine Katze sein? Ewige Antriebe, sich selbst erhaltende Maschinen, das war gegen das Gesetz der Natur. An dem Punkt richteten sich die Dinge gegen die Menschen. Ihre Welt und ihre Geschichte brachen sich zusammen und das war das Ende. Ah. Ah. Was ist denn das? Gute Idee, nehmen wir ihn ein, zwei mit. Was denn? Das habe ich jetzt zu schnell weggedrückt. Müsste irgendwas geheimnisvolles Teil irgendwas heißen. Da, geheimnisvolles Teil A. Also ich wollte es nicht so schnell wegdrücken. Ich habe nur gedacht, ich müsste hingehen und es aufsammeln. Da, Teil des ewigen Antriebs. Das ist so... Ja, wegen dem Ding ist die ganze Zivilisation untergegangen. Aber hier und da haben wir es trotzdem noch in einer Schatzgut liegen gelassen, damit ihr das einsammeln könnt. Okay. Ups. Nein, ich wollte den ersten Satz nochmal hören. Jene, die vor der Zerstörung standen, waren verflucht. Die anderen, die Welt, einfach alles. Die verfluchten Herzen kontrollieren auch einige der Wandgemälde. Sie greifen alles in der Nähe an. Ja, scheinbar alles, was außerhalb von dieser Stadt ist, wird angegriffen. Ja, da geht's wieder komplett raus. Das will ich nicht unbedingt. Hey, ihr, wartet. Wenn ihr zum Tal geht, könntet ihr mir einen Gefallen tun. Ich
Ich suche nach einem Buch, es heißt Abgegriffenes Buch und sollte sich im Tal befinden. Ich kann ihn nicht weg, daher wäre es nett, wenn ihr danach suchen würdet. Okay. In diesem Tal lebt auch ein riesiger Vogel, der grausam und von Flammen bedeckt ist. Phönix. Er ist durch starke Winde verwundbar, aber diese Winde machen ihn richtig wütend. Wenn ihr die Flammen aushalten könnt, sorgt am besten für eine ordentliche Brise. Prima! Hoffentlich könnt ihr das Buch finden. Okay, cool. Ich meine, war jetzt ein schöner Dialog und offiziell heißt das für uns, wenn wir Equipment haben, was Feuerschaden reduziert, das sollten wir dafür ausgerüstet haben und alles dürfte. So, ich will ein Buch haben. Wie heißt das denn? Abgegriffenes Buch. Was? Stell dir mal vor, ihr geht da mit einer Meierschule oder sowas an. Ich möchte ein Buch haben. Ja, welches denn? So ein abgegriffenes. Bei starkem Wind fliegen die Vögel nicht. Sie sehen zwar frei aus, aber der Wind kann sie verletzen. Das sagt mein Bruder. Bist du der Bruder? Hallo, weißt du, was in diesem rechteckigen Kasten ist? Das ist dein Sprunggerät. Durch die Kraft der Magie kannst du an diesen Ort zurückkehren. Ich habe das hier die ganze Zeit beobachtet. Nie ist jemand zurückgekehrt. Bist du ein Lügner oder warum hast du so getan, als wüsstest du Bescheid? Das Kind ist nicht dumm! Ist das eine sehr blöd versteckte Sidequest? Jetzt? Was ist bloß mit diesem Kind los? Ja. Also ich muss ich gleich mal ausprobieren, wenn ich mich jetzt raus teleportiere. Ich bin die Mutter dieser Kinder, aber tatsächlich sind wir alle gleich alt. Upsa. Katzen. Katzen? Nein, wir haben keine gesehen. Wo sollen sie sein? In der Wand, zusammen mit uns. Ich habe mich schon lange gefragt, wie viele Katzen hier sind. Wir können nicht aus der Wand raus, da können wir sie auch nicht zählen. Natürlich, du bist auch nur ein Wandbild. Na toll. Ich bin ein Vater, seit ich gemalt wurde. Und ich habe meine Kinder die ganze Zeit geliebt. Ja, das ist wenigstens eine schöne Sache. Jetzt mindestens eine Katze. Kann ich einmal hier ewig die Kamera so durchdrehen lassen, damit ich herausfinde, wie viele Katzen das sind. Okay. Halten wir fest, eine Katze. Oh Mann. Da habe ich mir jetzt aber eine Sidequest eingebrockt hier. Manometer. Manomaro. Zwei. Ich darf auch nicht zu schnell drehen, sonst sehe ich die wieder am Ende nicht oder so. Mist. Haben wir zwei. Im Hauptraum war, glaube ich, auch nur eine. Das wäre drei. Das wäre jetzt wieder so ein... Ich habe keine Lust zu zählen. Ich schätze mal lieber. Dann bleiben wir mal bei zwei. Drei, vier. Fünf, sechs. Sieben. Schon mal mindestens sieben bis hier alleine. Allerdings ist ja die große Frage... wenn ich denen jetzt einfach sagen würde, hier rennen 15 Stück rum, woher wollen die wissen, ob ich nicht lüge? Ist doch komisch. Ja, hier ist nichts, weil es sind andere Gemälde. Ja, als würde ich jetzt auf 8 oder 9 tippen. Eins davon wird die Antwort sein. Darf ich hier nochmal einmal hier dieses Hackmeck mit hin und her rennen? Nee. Ja, 8. Ich habe 8 gezählt. Habt ihr auch 8 gezählt? Oder habe ich eine übersehen, die komplett offensichtlich war und ihr ambitioniert euch jetzt schon über mich, weil ich da hinlaufe und eigentlich nichts mehr sein? Schreibt es in die Kommentare oder so. Oder haltet die Finger vor eurem Rechner hoch und seht aus wie der letzte Strumpf. Weil ich werde es nicht sehen und Familienmitglieder von euch werden reinkommen und sich denken, ich sollte mal wieder das WLAN-Modul abstellen. So, ich habe 8 gezählt, meine Kleine.
Oder mein kleiner Herr, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Hä? Hab ich doch. Nein, sag mir nicht, ich hätte sie anquatschen sollen, damit... Ah, nee, oder? Ist jetzt dein Ernst? Ah, verdammt, noch eins. Ah, Jesus. Ah. Kopftisch, hallo. Ja, ach du, ja super. Jetzt zwingen sie mich dazu, zu denen hinzulaufen, um zu sagen, ja, das musst du auch noch zählen. In Anführungszeichen, witzige Sidequests hin oder her, aber das ist ja jetzt wieder... Ah, völliger Mumpitz. Völliger Mumpitz. Wo ist diese Katze? Die keine Katze ist. Ja. Das sind drei Katzen. Wow. Und jetzt ist so ungefähr der Moment gekommen, an dem ich mir einen Sprintknopf wünschen würde. Aber ich kann jetzt so viel, ich will auf den Controller rumdrücken, es gibt keinen Sprintknopf. Ich hätte ihn gerne, aber es gibt keinen. Oh Mann. Okay. Was war das gerade für eine komische Zersetzung von Tierchen? Nein. Zählen will ich es schon. Das sind vier Katzen. Die Frage ist natürlich auch, wenn ich gefragt werde, ob wir die zählen sollen. Ja, gut, das ist eine schöne Sache. Dann ist die andere Frage natürlich, ob ich nicht theoretisch bei einem derselben jetzt stehen bleiben könnte, um zu sagen, zähl die mal. Und ob das Spiel das registrieren würde. Das sind sechs Katzen. Oh, man. Das sind sieben Katzen. Ah, Graf Zahl wäre stolz auf den kleinen Schuh. Das sind acht Katzen. Da ich jetzt aber per Zufall immer noch keine neue gesehen habe, gehe ich mal davon aus, dass ich mit acht Katzen richtig liege. Warum ist das so blöde konzipiert? Ah! Und welcher komische Typ hat sich damals in der Vergangenheit vor 100.000 Jahren gedacht, okay, ich mal fliegende Fledermauskatzen. Hast du alle gezählt? Ja, es sind acht. Es sind wirklich acht Katzen, danke. Was du nicht sagst. Die Maschine sprang plötzlich an. Level 3 Anker erhalten. Ah. Anker. Kann ich jetzt einen Anker auf Leute werfen? Was sagt das Zauberbuch? Bisschen umständlich dahin zu kommen vielleicht, aber naja gut. Ja, Level 3 ist Heiler. So weit bin ich nicht. Glaube ich. Für die meisten. Das ist so. Anker. Oh. Verringert die Chance, einem Angriff auszuweichen. Wow. Ich meine, ist die Umkehrversion von irgendetwas, was meine Ausweichrate erhöht? Ich kann die Ausweichrate des Gegners verringern. Wow. Das war jetzt, ja, das war ein Abenteuer hier in der Stadt der Wandbilder. Oh, meine Güte. Hast du alle Katzen gezählt? Ob ihr wirklich richtig steht? Fand ich jetzt ziemlich nervig. Oh, kommt jetzt der Boss direkt?
Aggro! Der Aggro-Bird. Wow. Okay. Der kommt definitiv früher, als ich erwartet habe. Na gut. Ja, genau das, was ich machen wollte. Nicht. Ihr mögt es mir vielleicht nicht glauben, aber mein erster Gedanke war jetzt nicht, guck mal, volle Kanne auf den Verteidigungsknopf. Gut, es hieß also, wenn ich ihn bewinde, dann findet er das nicht ganz so witzig. Ja, ich meine gut, wenigstens hat er seinen Angriff dafür genutzt, mal auf den Shiro drauf zu knüppeln. Inbrunst. Stärke erhöht durch heiße Flammen. Hat der nicht gesagt, das hilft? Soll ich eher Wasser einsetzen? Probieren wir es mal aus. Shiro ist ja gerade noch schön dabei. Interessiert den genauso wenig. Ich meine, ich hätte aber auch noch nie gehört, ich mache mal Wind und deswegen geht es dem Vogel dann schlechter oder so. Das hat für mich jetzt auch gerade gar keinen Sinn gemacht. Oh, oh, du lieber Himmel. Mein lieber Herr, das ist nicht nett. Mit einem Hab, MP ist mir egal. Wow. Ich sag ja, das große Problem, was ich immer in diesem Spiel habe, ist es herauszufinden, was ich eigentlich machen soll, wie die genaue Boss-Taktik ist. Alles andere ist nicht so das Problem, aber... yay. Eigentlich Formation nach hinten gehen. Werden die beiden nämlich angegrillt, aber ob das jetzt so ein toller Trick ist, weiß ich nicht. Das sieht für mich schon wieder so aus, als würde er jetzt schon wieder anfangen. Also ich glaube nicht, dass es eine sehr gute Idee war, mit Wind um mich zu schießen. Aber ob das jetzt eine Fehlübersetzung war oder so, keine Ahnung. Machen wir mal hier diesen hier. Hoffen drauf, dass der Vogel, keine Ahnung, sich den anderen raussucht zum Picken oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Wow. Ja, zumindest wird er kein Feuerartig wieder machen. Machen wir mal das Schwert des Wassers. Ja, das ist okay. Das wird jetzt langsam wieder ein... Ja, toll. Manomaru ist gestorben, weil er... Oh. Weil er brennen war. Wow. Macht bei allen keinen Unterschied, wenn ich zuerst wiederhole. Also, der Kampf sollte nicht so laufen. Das können wir, glaube ich, so festhalten. Das ist definitiv nicht das, wie es laufen sollte. Und dann ewig dieses Jahr. Diesmal komme ich zweimal dran. Was hat das denn für ein komisches Geschrei, ey? Ugh.
Oh Mann. Ich meine, okay, ich habe eine Menge Geld. Ich kann die Krallen gerade werfen, wie ich will, aber... Dadurch, dass ich sie auch alle einzeln wiederbeleben muss, komme ich jetzt zu gar nichts. Yay, also... Bosse und ihre Taktiken, ne? Jetzt ist die Frage, wer überlebt das wieder? Manomaru und Klug. Wuppdidu. Ich komm zu nichts. Daumen hoch. Wow. Oh, du willst Schuh wiederbeleben? Nein. Ah, nein. Jetzt hab ich den falschen Knopf wieder gedrückt. Oh, nee. Wow. Alter Falter. Und ich glaube, ich habe nicht mal gespeichert. Ja, geil. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ah, ich hasse dieses Spiel manchmal. Ne, wo habe ich gespeichert? In Dorf Taita, weil ich gedacht habe, wird schon gut gehen. Wird ja nicht sofort ein Boss kommen oder so. Oh mein Gott. Ah.